Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Ich habe mal spontan noch die Sonntagsspiele prognostiziert. Viel Spaß dabei. Danke fürs Reinschalten und los geht's. Zu Greuther Fürth fällt einem aktuell nicht mehr sonderlich viel ein. Sie sind einfach nicht konkurrenzfähig in der Bundesliga. Nun zu Gast der erste FC Union Berlin. Die Berliner mussten am Donnerstag eine Enttäuschung hinnehmen. Sie flogen aus der Conference League. Greuther Fürth hier in den weißen Trikots, aber tatsächlich mit dem etwas besseren Beginn. Tillman, der im 16er zu Hirgoter legen kann. 12. Spielminute, erste Torannäherung. Wie gesagt, so schlecht war der Start der Kleeblätter hier nicht. Man merkte Union das Spiel vom Donnerstag noch ein bisschen in den Knochen an. Hier und da wurde auch rotiert. Nach knapp 20 Minuten wurde Union dann auch besser. Max Kruse zu Haraguchi, Kruse zu Taiwo Awoniyi. 18. Minute, 1-0 für die Gäste. So schnell kann's gehen. Der erste Abschluss, der erste Treffer für Funk aus kürzester Distanz. Nichts mehr zu parieren. Union nun mit Leichtigkeit nach vorne. Prömel zu Max Kruse. Diesmal Funk zur Stelle. Kruse, der das einzige Tor gegen Prag erzielen konnte. Hier scheitert er eben am Fürther Rückhalt. Der anschließende Eckstoß von der rechten Seite hineingetreten. Bogenlampe auf Kruse. Jetzt macht das. 26. Spielminute, 0-2. Standesgemäß möchte man fast sagen, die schwächste Verteidigung der Liga. Sie kassiert den 48. Gegentreffer in dieser Saison. Aber nach vorne kam jetzt langsam mal was. Greuther Fürth setzt nach und bleibt dran. Leveling, Seguin zu Cedric Itten. 1-2, kurz vor der Pause. Sollte jetzt vielleicht doch nochmal Spannung aufkommen. Union unkonzentriert in der Defensive. Und so geht man eben nur mit einem Torvorsprung in die Pause. Hinein in Durchgang 2. Union hatte zu knabbern an der englischen Woche. Man merkte es mit laufender Spielzeit dann doch wieder, aber Greuther Fürth, das hier mal ein Ausdruck der Fürther Harmlosigkeit, der Pass von Itten ins überhaupt nichts, ja, da kann man die Hände noch so strecken und sich noch so entschuldigen, auch wenn Itten noch einer der Besseren war, unter dem Strich ein schwacher Auftritt von Greuther Fürth. 73. Minute, wurde hier und da auch mal etwas härter. Bauer holt sich die gelbe Karte ab. Grätsch da, ja, doch resolut rein gegen Reasson. Den anschließenden Freistoß, den schauen wir uns nochmal an. Max Kruse steht bereit, gute Position, gefährlich vor allem für den Keeper. Kruse, und dann kommt auch hier so ein halber Abschluss zustande, wäre fast ein Eigentor geworden. Funk macht sich groß und mit der Seite, mit dem unteren Rippenbogen kriegt er den noch aus dem Tor. Wäre natürlich die Entscheidung gewesen. Union drückte jetzt auf das 3-1, Vogelsammer. 78. Spielminute, aber noch sollte es nicht fallen. Greuther Fürth blieb also im Spiel, weil auch Funk wieder eine ordentliche Leistung hier zeigte. Wird ja viel beschäftigt. Hier verhindert er den dritten Gegentreffer. Kurz vor dem Ende dann tatsächlich nochmal Greuther Fürth mit Seguin auf der rechten Außenbahn. Bringt die Flanke rein auf Harvard Nielsen. 2-2 in der 90. Minute. Gibt's doch gar nicht. Greuther Fürth schlägt doch noch zu. Die Moral, sie scheint zu stimmen und sie holen sich tatsächlich den zweiten Punkt der Saison am 15. Spieltag. Können sich beide Mannschaften natürlich nichts von kaufen. Union Berlin dürfte schwer enttäuscht sein. Am Ende ist es nur ein Punkt beim abgeschlagenen Tabellenletzten Fürth.
Zum Abschluss des 15. Spieltags haben wir es nochmal mit einem durchaus interessanten Spiel zu tun. Eintracht Frankfurt gegen Bayer 04 Leverkusen. Frankfurt will sich weiter unten rausarbeiten nach der Niederlage gegen Hoffenheim. Jetzt gegen formstarke Leverkusener soll es klappen. Kamada mit dem Lupfer, Kostic an den Pfosten und Boré staubt ab. 7. Minute 1:0 Eintracht Frankfurt, kuriose Freistoßvariante, die sicherlich so in der Art und Weise nicht einstudiert war. Am Ende führt sie zum Erfolg und zur Führung für Frankfurt. Bayer 04 Leverkusen schüttelte sich, kam dann auch nach vorne. Florian Wirtz mit der Hacke zu Robert Andrich. Der dreht sich einmal, sieht Patrick Schick, dann nochmal mit der Hacke zu dem hierbei. Guter Abschluss aus der zweiten Reihe. Kevin Trapp ist aber zur Stelle und wehrt diesen Ball ab. Stark rausgeholt, der Ball hätte sicherlich gesessen. Ein sehr unterhaltsames Spiel hier am Sonntagabend. Mehr als ein Tor nach einer halben Stunde schon locker eigentlich darstellbar gewesen. Die nächste Möglichkeit gehört Frankfurt. Jakic scheitert am Ex-Frankfurter Lukas Radetzky. Bekommen die Offensivreihen aber auch hier jeweils ziemlich viele Freiräume. Das kann man so den Mannschaften sicherlich ankreiden. Defensiv war es doch hier und da etwas wackelig. Noch 5 Minuten bis zum Seitenwechsel. Boré kann sich da drehen. Schändler mit vorgerückt auf Lindström. Der sieht Jakic. Jakic wird nicht angegriffen und macht das 2:0. 41. Minute 2. Toreführung. Aus Spitzenwinkel wird Radetzky überwunden. Leverkusen in der Defensive einfach nicht sattelfest und nach vorne noch nicht durchschlagskräftig genug. Frankfurt verdient in Führung. Und Leverkusen im zweiten Durchgang mit höherem Risiko lässt sich auch auskontern. So auf Daichi Kamada. Der hat viel Platz und zieht einfach mal ab und hängt den Ball oben in den Winkel. 3:0. 51. Spielminute. Und jetzt gab es eine riesige Aufgabe für Bayer 04 Leverkusen. Frankfurt machte es gut, hatte selber noch Chancen zu erhöhen. Bis dahin passierte aber eben nichts weiteres auf der Anzeigentafel. Viertelstunde vor dem Ende, da muss Kevin Trapp dann mal wieder in allerhöchster Not klären gegen Patrick Schick. Wehrt den zur Ecke ab. Zeit wurde, wie gesagt, immer knapper und Leverkusen fand sich so langsam damit ab, hier nichts mehr mitzunehmen. Gab aber nochmal die Chance zum 4:0. Jens-Peter Höge in der 81. Minute. Doch dann zeichnet sich Radetzky nochmal aus. Es blieb beim 3:0. Hätte sicherlich auch locker 5-2, 5-3 ausgehen können. Der Sieg für Frankfurt ist auf jeden Fall verdient und damit melden sie sich eindrucksvoll nach der Niederlage in Sinsheim zurück. Jo, das soll's mit dieser Prognose dann auch wieder gewesen sein. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios.